Sie sind durch Breakdance enge Freunde geworden. Seit 3 Jahren tanzen Elias und Leo in der Farm. Mittlerweile treten die beiden nur noch zusammen auf. Ein eingespieltes Team. Wenn ich zum Beispiel jetzt alleine tanze, ich sag gar nichts. Und wenn ich kann mich halt bewegen, werde angeguckt, ich werde wahrgenommen und ja, das gefällt mir halt. Und man kann natürlich auch frei sein. Das ist auch sehr wichtig. Was heißt das, frei sein? Ja, man kann seinen Körper freien Lauf lassen, man kann alles rauslassen. Power Moves wie die Windmill oder Footworks. Das sieht nicht nur beeindruckend aus. Die Tänzer nehmen hier Fähigkeiten fürs Leben mit. Breakdance verwandelt die Jugendlichen. Die kommen teilweise wirklich mit einer sehr, sehr krummen Haltung und den Kopf nach unten, schauen teilweise die ganze Zeit auf den Boden. Und mittlerweile habe ich Kinder, die schon Jahrzehnte bei mir tanzen und wirklich mit erhobenem Kopf in den Kurs reinkommen. Gigi Gollis trainiert seit Jahren Jugendliche und arbeitet sozialpädagogisch. Was er beobachtet hat? Elias hat oft zu viel Energie, kann sich schlecht konzentrieren. Breakdance hilft ihm, einen Fokus zu finden. Meistens bin ich halt danach kaputt. Aber ja, man hat halt die Energie und man kann sie frei fließen lassen. Und jetzt also Vorbereitungen für das Tanzturnier am Sonntag. Im vergangenen Jahr waren die beiden nicht so erfolgreich. Dieses Jahr wollen sie unbedingt in die Top 8. Flüssig, synchronisch, alles gleich zu machen, das ist das Schwerste an allem da. Beim Training für das Turnier am Wochenende gibt die Gruppe nochmal alles. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt, weil jedes Jahr nur einmal. Ich bin ganz schön gespannt, den Titelverteidiger zu besiegen. Das ist schon mal eine Ansage an dich, falls du das siehst. Er hat auch als Jugendlicher in eben dieser Halle trainiert. Gigi Gollis möchte für die Jugendlichen das Vorbild sein, das er in dem Alter nicht hatte. Breakdance, für ihn ein Rettungsanker in Krisen. Tanzen ist ein absolutes Ventil. Manche gehen zum Fitness, manche laufen Kilometer, weite Strecken und manche tanzen. Sie machen Musik an. Musik ist Therapie. Tanzen ist Therapie. Und das in Kombi. Mutiger werden, Neues ausprobieren. Auch das ist Breakdance. Bei Elias und Leo sitzen die Schritte und das Selbstbewusstsein ist da. So kann das Turnier am Wochenende kommen. Let's go.